Herzlich willkommen zurück. Ich werde jetzt erstmal sagen, dass wir den Fall geschafft haben von gerade eben. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Okay, sie hat jetzt gerade nochmal Mutmaßungen angetroffen, ob wir nicht alle irgendwie in einen Traum legen. Okay, und wir sollen jetzt mal nach Arata schauen gehen. In Shinjuku. Ja gut, alles klar. Ich bin gespannt, ob er auch dem Fall quasi auf der Spur ist oder ob er doch nochmal nach was anderem schaut. Na gut, wir werden sehen. Erstmal nach Shinjuku, würde ich sagen. Da ist er auch schön. Super. Ja, mach kleine Späße, was wir hier eigentlich machen. Ob wir irgendwie nach einem Job suchen. Okay, und er hat aber irgendwie eine Nachricht gekriegt von jemandem. Und er hat dann irgendwie eine sehr seltene Edition von einem Comic. Und wenn er die haben will, dann soll er die Challenge akzeptieren. Ja gut, dann machen wir die Challenge jetzt einfach zusammen. Keine Ahnung, was das für ein Comic ist. Okay, und er schickt es jetzt zu Kyoko und wir können diese Quest annehmen. Na dann, werde ich ja wahrscheinlich schon wissen, wo diese Quest zu finden ist. Natürlich auf dem Whiteboard. Und ab geht's wieder zurück. Lange nicht gesehen. Ein neuer Fall ist da. Also langsam wird es hier wirklich voll auf der Wand hier. Ja, komm. Den Fall fangen wir an. Und was sollen wir jetzt eigentlich machen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal zu Shinjuku und gucke, ob er jetzt immer noch da steht. Jetzt haben wir ja offiziell gesagt, wir haben den Fall angenommen. Ich erwarte eigentlich meistens, wenn man hier drückt, ja, ich nehme den Fall an, dass jetzt irgendein Gespräch anfängt. Deswegen bin ich dann immer ganz überrascht, wenn es nicht so ist. Ja, okay, also Arata ist anscheinend irgendwie weg. Wo könnte er sein? Und wo könnte dieser Fall starten? Das ist hier eine sehr berechtigte Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn er die ganze Zeit durch Shinjuku gelatscht ist, dann kann das doch eigentlich fast nur in Shinjuku sein, oder? Ansonsten, wenn das jetzt hier natürlich nicht ist, werde ich nochmal aufs Whiteboard schauen, weil da steht ja eigentlich ein Ort drauf, aber wie immer habe ich nicht richtig gelesen. Und habe mir natürlich den Ort auch nicht gemerkt, weil ich gedacht habe, na gut, Arata hat mir eigentlich ja schon alles erzählt, muss ich mir den Fall auf dem Whiteboard jetzt nicht auch nochmal durchlesen, das war ein fataler Fehler. Okay, na gut, dann gehe ich nochmal zurück in die Detail und guck mal, was jetzt draufsteht. So. Nach Nakano. Ich hoffe auch, dass da auch ein Ort draufsteht. Aber müsste ja eigentlich. So, gucke ich nochmal. Ah ja, okay. Wir müssen uns einloggen. In die Community Area. Von Eden. Alles klar, da hätten wir Shinjuku noch lange suchen können. So. Da ist er auch schon. Ich hoffe, die Challenge ist einfach nur ein geiler Kampf. Na, mal gucken, was die Challenge ist.
Oh ne, ich will die Geschichte nicht wissen. Okay, erzählst du jetzt nochmal, was das jetzt für ein ultra krass, seltener Comic ist. Und ja, irgendwie der Kontext selber ist wohl irgendwie so, dass man... Oder ich lese es mir nochmal kurz zu Ende durch und dann versuche ich es nochmal zu erzählen, was ich jetzt verstanden habe. Klingt so ein bisschen wie unsere Geschichte, ha? Also irgendwie, ja, der Typ, der da die Hauptfigur hat in diesem Comic, ist eigentlich hier irgendwie ein, der Hacking-Skills hatte und dann die bösen Hacker irgendwie verfolgt hat. Und den gibt's aber irgendwie nicht mehr, der wird nicht mehr produziert. Und den finalen Comic quasi, das ist der, den er jetzt hier angeboten bekommen hat. Oh nein, nicht nochmal, bitte! Jetzt will er uns noch erzählen, warum es außer, also warum es nicht mehr hergestellt wird. Okay, anscheinend der Typ, der diese Comics gemacht hat, da haben sie gedacht, das ist vielleicht selber ein Hacker und haben dann hier irgendwie, eingesperrt und deswegen ist das Ganze jetzt hier nicht weiter produziert worden. Oh nein, jetzt will er noch sagen, was ist das für ein Typ, der diese Comics anbietet, ob ich das wissen will. So, auf jeden Fall. Was wir machen müssen ist, hier sind jetzt überall Leute und die haben immer irgendeine Frage an uns quasi. Und die Frage müssen wir beantworten, dann kommen wir zum nächsten und immer so weiter. Und bis wir alle quasi Fragen beantwortet haben von den Leuten, dann kommen wir zum großen Endtypen, der dann den Comic hat. So, jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wo die Leute jetzt auf mich warten sollen, wenn ich ehrlich bin. Die müssen hier irgendwo in Eden sein wahrscheinlich. Und die nennen sich halt dann Game Master quasi. Also jeder hat dann so einen eigenen Fall quasi, den er uns da vorstellen will. Aber jetzt muss ich erstmal suchen, wo es die jetzt eigentlich hier gibt. Diese Leute, die Fragen stellen. Da geht jetzt mal hier in den Eingang. Vielleicht sind hier ein paar. Ja, aber es sieht irgendwie auch noch nicht so richtig danach aus. Ja, du warst doch der Typ von vorhin, oder? Okay, nee, jetzt ist gerade was anderes, dass es hier irgendwie einen Geist gibt. Da ist hier so irgendwie das Gerücht. Nee, aber hier ist jetzt irgendwie keiner, der mit uns reden will. Traurig, traurig. Schade, dass man nicht immer noch mal mit den Leuten hier reden kann. Die uns dann noch ein bisschen mal sagen, ey, lauf mal da und dahin. Jetzt nochmal in die Community Area und gucken wir mal genau, ob ich auch wirklich nichts übersehen hatte. Weil da war ja zumindest der Anfangspunkt, aber eigentlich hatte ich jetzt hier nichts gesehen. Nee, hier ist definitiv nichts. Ah, doch, hier geht's ja nach unten. Okay, alles klar. Okay, gut, den ersten haben wir, den Low-Level Game Master. Und jetzt kommt die Frage. Hoffentlich kann ich sie überhaupt übersetzen, damit ich sie beantworten kann. Keine Ahnung. Arata, komm, du hast sie gelesen. Volume 43, Frame 2. Jetzt sehen wir hier... Ah ja, okay, da waren wir gerade. Ja gut, alles klar. Gut, dass ich nochmal hergegangen bin, sonst hätte ich ja wieder Ewigkeiten gesucht. Das habe ich irgendwie gar nicht gesehen, dass es hier nach unten ging. Na dann, suchen wir den nächsten auf. Ja genau, also irgendwo muss er hier sein. War da auch nochmal gerade gesagt, der Errater. Und wir suchen ihn jetzt. Ah, da oben sitzt er doch schon. Ja, ich glaube, vorhin saß da noch keiner, oder? Also genau, hab ich aber auch nicht hingeguckt.
Frage. Ja, blabidi bla bla. Keine Ahnung, weiß natürlich nicht. Wie hieß der Hase? Aber Arata kann hier irgendwie alles sagen. Jetzt sollen wir wieder zur Community Area gehen. Und da kriegen wir die finale Frage gestellt. Vom nächsten Game Master. Und dann kriegen wir den seltenen Comic. Er hat uns doch mal alles Gute gewünscht. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zur Community Area. So, na gut, dann zoomen wir ihn mal. Mal gucken, wo er ist. Er wird bestimmt hier irgendwo sitzen. Er sitzt nirgendwo hier. Oh, sag mal. Die habe ich aber nicht gesehen bisher. Muss doch Tomaten auf den Augen haben. Ah ja, da hinten ist er. Okay, jetzt kommt die finale Frage. Er hat gefragt, wie die Schule heißt, auf den der Hauptcharakter geht. Er braucht den exakten Namen und die Adresse der Schule. What? Aber, also, was? Soll ich jetzt was sagen? Oh, okay. Arata weiß es vielleicht. Okay, er überlegt. Und er weiß es nicht. Und ich soll es rausfinden. What? Okay, wir sollen nochmal irgendwelche Comic-Buch-Nerds fragen in Broadway, ob die das vielleicht wissen. Na gut, alles klar. Dann locken wir es doch einfach nochmal aus. Scheint vielleicht gar keinen Kampf dieses Mal zu geben. Vielleicht ist der Fall auch einfach gelöst, wenn er seinen Comic hat. Na dann. Ich muss nochmal hier gucken, wie viel Saft hier noch meine Kamera hat, deswegen. Aber ist noch ein bisschen was. Na dann, ich würde mal sagen, der Comic Store war der nicht in der zweiten oder in der dritten Etage. Ich hätte mit dem Fahrstuhl fahren sollen, dann hätte ich es lesen können. Naja, egal. Ich gucke mir das einfach an. Ah, na komm, ich guck mal kurz. Comic, Used Bookstore. Ja, okay, alles klar. War anscheinend doch auf der dritten Etage. Da kann man ein bisschen Zeit sparen hier. Und zum Schluss sitzt er doch auf der zweiten Etage, der es weiß. Ich sehe es schon kommen. Oh nein, hier sind sie. Weißt du die Adresse? Oh ja, er weiß sie auch schon. Okay, Kingston 5 bis 8. Merke ich mir das? Kingston 5 bis 8. Kingston 5 bis 8. Okay. Oh, jetzt sagt sie das auch noch. Na, ich meine ganz ehrlich, da wäre ich doch, wenn ich der Typ gewesen wäre, jetzt einfach dahin gegangen, hätte die letzte Frage beantwortet und hätte mir das seltene Comicbuch unter den Nagel gerissen. Hm. Als echter Nerd, als echter Sammler, will man das doch bestimmt haben. Egal, wir gehen jetzt zurück in die Community Area von Eden und werden die Antwort präsentieren. So, Arata ist ja gleich hier geblieben. Oh, er ist schon fast auf die richtige Adresse gekommen. Und jetzt komme ich. 5 bis 8, ich habe es mir gemerkt. Oh, ich muss es mir gar nicht merken. Zu Eden Free Area sollen wir jetzt gehen. Und wenn wir die Ersten sind, dann gehört der Comic uns. Na, ich denke, da wird schon jemand sein. Los geht's. Lauf, Arata, lauf. Wir müssen schneller sein als der Rest.
Oh, ist eine neue Area. War man anscheinend noch nie gewesen. So, okay. Wo muss ich hin? Hier vielleicht. Oh, so nah. Aber einer war schneller. Oh, jetzt ist er ganz traurig. Ja gut, alles klar. Also er sagt, das nächste Mal will er einen Kontext machen. Und ja, das Typ ist anscheinend ein Kumpel von ihm, der jetzt hier steht. Und er sagt, das nächste Mal soll er selber mitmachen. Naja, mal gucken. Okay, Kyoko muss auch noch mal was dazu sagen. Ja, cool, alles klar. Na, dann können wir ja sagen, dass wir es geschafft haben. Oh, erstmal noch eine kurze Nachricht hier. Quiztime. Was? Wind? Naja, Elektrizität, oder? Warte mal, wie war denn das? Ich glaube schon. Okay. Haben wir geschafft. Na gut, und wie geht's jetzt weiter? Arata ist wieder da. Okay, jetzt kommen wir wieder zur eigentlichen Sache. Wir wollen ja Kamishiro infiltrieren. Okay, er sagt, wir brauchen sie, wir brauchen meine Fähigkeiten und wir brauchen ihn. Damit wir einen Connection Jump machen können. Jetzt sollen wir ihr noch erzählen, was ein Connection Jump ist. Jetzt hat sie herausgefunden, dass wir auch das Eden-Syndrom haben. So, jetzt wird er seinen Plan jetzt uns vortragen. Und er will in diese geheime Datenbank von Kamishiro eindringen, und zwar in den Avalon-Server. Und da gibt es einen Bereich, den Secret Room, also den geheimen Raum. Und da ist wohl die Datei drin für jeden Kamishiro-Typen, inklusive den Chef. So, das war es ja sozusagen sein Plan, dass wir jetzt sozusagen da eindringen in den Server. Mit Hilfe eines Connection Jumps. Und natürlich, wenn wir das machen, weil wir sind die einzigen, die einen Connection Jump machen können. Ja, okay, alles klar. Und ja, er will uns nochmal Bescheid sagen, wo wir jetzt genau hin müssen. Ah ja, aber anscheinend ist das Passwort, was uns in diesen geheimen Raum führt, jeden Tag wird das geändert. Und dafür brauchen wir jetzt hier Yuko. Und sie soll sich quasi näher an diese Kishibe? Ja, quasi an die hängen und rausfinden, was jetzt das Passwort ist, weil sie ist ja da quasi schon drin in diesem ganzen Laden. Okay, also sie soll das Passwort rausfinden. Wir machen den Connection Jump und Arata ist der pläne Schmieder.
Ja, okay, und sie sagt, dass halt von ihrem Vater auch noch sozusagen ja, Notizen in diesem geheimen Raum sind. Und ob wir die mit rausbringen können. Na klar, das machen wir natürlich. Und sie will halt mehr über den Selbstmord ihres Vaters rausfinden. Ja, das scheint irgendwie anscheinend noch eine andere Seite zu geben, wo da Daten quasi drauf sind, nämlich auf dem Valhalla-Server. Und da ist die ganze Geschichte von Eden drin. Und das haben die anderen wahrscheinlich noch nicht gewusst. Okay, alles klar. Jetzt überlegen wir noch, wie wir uns reinhacken können. Okay, aber er sagt, in dem Valhalla selber will er sich erstmal nicht reinhacken. Er will erstmal nur in den Secret Room. Und wir machen jetzt erstmal den Secret Room. Über das andere können wir uns später unterhalten. Na dann, fangen wir mal an. Oh, wir sind in Kapitel 9. Cool, nicht schlecht. Alles klar. Leute, dann war es das für diesen Part. Also, wenn ihr sehen wollt, wie wir uns jetzt hier in diesen geheimen Raum reinhacken würden, dann schaltet doch einfach wieder ein. Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Die eine Nachricht lesen wir noch. Hä, verdammt. Ich war mir so sicher, dass es Elektrizität war. Na gut. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.